Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Pog2108 und er oder sie schreibt: Hallo Dandy, ich schaue deine Videos zwar noch nicht lange, dachte mir aber trotzdem, ich sende dir mal mein Zoo ein. Mein Zoo heißt Omen Zoo. An einigen Gehegen, zum Beispiel dem Flamingo-Gehege, habe ich mir ein Beispiel an dem Zoo in meiner Heimatstadt genommen. Der Rundweg ist mit orangenen Wegweisern ausgeschrieben, damit du dich nicht verlaufen kannst. Nur bei den Uran-Utans gibt es ein kleines Problem mit dem Rundweg, aber man kann dann ja zurücklaufen. Wenn an Kreuzung oder Abzweigung kein Wegweiser steht, ist es egal, wo du lang gehst. Es gibt da nur unterschiedliche Sachen zu sehen, zum Beispiel statt dem Außengehege das Innere des Hauses. Ich habe bisher 18 Spezies und bin noch lange nicht fertig. Ich habe den Rundgang für dich abgeschlossen und werde noch mehr bauen. Ich werde dir den Zoo auch nochmal schicken, wenn er fertig ist. Ob du ihn dann nochmal zeigst, ist logischerweise dir überlassen. Ich wünsche dir viel Spaß in meinem Zoo und ich hoffe, er gefällt dir. Liebe Grüße, Pog2108. Ja, das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Finde ich sehr cool, dass du das Ganze ausgeschildert hast. Dann habe ich wenigstens so eine kleine Orientierung, wo ich langlaufen muss. Und ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du deinen Zoo nochmal einschickst, wenn er fertig ist. Aber ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange und starten jetzt direkt in dein Omen-Zoo. Und da sind wir schon im Omen-Zoo von Poke. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Es geht hier direkt los. Du hast ja schon ausgeschildert. Ich sehe da hinten schon Wegweiser. Richtig cool. Da geht es zum Rundgang. Da oben steht auch noch was. Schauen wir uns gleich näher an. Wir gehen jetzt erstmal rein. Ich habe vorhin überlegt, ob ich den Zoo schließen soll oder nicht. Aber da ich sehr gute FPS habe, habe ich es jetzt erstmal gelassen. Ich habe einfach die Gästebegrenzung ein bisschen runtergestellt. Aber das hier sind alles so Sachen, die kannst du sicherlich nochmal ein bisschen überarbeiten. Der Weg ist sehr, sehr hügelig hier. Auch hier zur Rechten. Ja, da bist du wahrscheinlich einfach noch nicht fertig geworden, gehe ich mal von aus. Sieht nämlich hier alles noch ein bisschen blanko aus. Muss natürlich alles noch dekorieren. Aber ich finde es mega cool, dass du hier ausgeschildert hast. Einmal haben wir den Rundgang, dann geht es zum Afrika-Haus. Hier ist auch nochmal so ein Wegweiser, damit ich es ja nicht überlese. Und dann haben wir noch Apes Island und Kleiner Panda. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt die Begrenzung eingestellt für die Besucher. Das heißt, wir haben gleich maximal 500 Besucher im Zoo. Das sollte dann eigentlich klar gehen. Deswegen gehen gerade auch, glaube ich, so viele zum Ausgang. Und wir gehen jetzt mal hier hoch. Hier soll es ja lang gehen. Hier ist auf jeden Fall auch schön schon mal mit Klippen gearbeitet. Hier vielleicht noch den einen oder anderen Busch mehr machen. Dann sieht das Ganze noch cooler aus. Er ist noch so ein bisschen blank hier aus. Aber da bist du wahrscheinlich noch nicht zugekommen. Also hier musst du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr bepflanzen. So, was haben wir denn hier? Hier sind Mitarbeiterwege. Und hier rechts geht es auch weiter. Die Frage. Okay, du hast ja geschrieben mit In- und Außengehege. Wir gehen natürlich erstmal rein. Was haben wir denn hier? Okay, wir haben hier auf jeden Fall ein Vivarium als erstes. Cool. Die Frage ist nur, was sehen wir da drin? Hier sehen wir ein... Was auch immer das ist. Ein Frosch, ne? Ein Goliath-Frosch, kann das sein? Ja, Goliath-Frosch sehen wir hier. Nur wo ist er? Mal sehen, ob wir ihn zu Gesicht bekommen. Hallo, lieber Goliath-Frosch. Wo versteckst du dich? Den habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen. In Blende zu. Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. Ich weiß auch nicht, wie groß der ist. Ehrlich bin, vielleicht ist er hier drin. Da ist er, ne? Guck mal, da ist das Auge. Der ist da tatsächlich drin. Der Schlingel versteckt sich. Der ist voll groß. Kann ihn leider ganz schlecht sehen, dass sich da versteckt, aber der ist richtig groß. Oh mein Gott. Okay, ist der noch ein weiterer vielleicht? Na, ist ja auch egal. Wir haben auf jeden Fall mal einen gesehen. Und hier haben wir schon das erste Gehege. Wir sind jetzt in so einem riesigen Häuschen drin und Panik bricht aus. Okay, das ist aber gut. Dann laufen die Leute weg. Nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Okay, hier haben wir Mandrills. Ist ja auch ein interessantes Bild, ne? Sehr cool. Können wir durch den Maschendrahtzaun gucken. Da sind die Mandrills. Gehen natürlich auch rein ins Gehege und gucken uns das an. Kennt das ja. Finde ich aber cool, dass du hier so einen Innenbereich gebaut hast. Vielleicht hättest du... ich finde das eigentlich ganz cool mit dem Maschendraht. Man hätte auch Glas nehmen können, dann kann man ein bisschen besser durchgucken. Aber ich bin eigentlich großer Fan, bei Affengehegen Maschendraht zu benutzen. Auch wenn die da klettern können. Wieso sind denn hier die Fliegen? Ist das normal? Aber schöne Tiere, ne? Also wirklich jetzt. Ich habe gerade ein ganz schönes Bild, wie die hier knabbern. Oh, sehr süß. Hier können die sogar rausklettern. Das ist richtig cool. Das werden wir gleich noch sehen. Finde ich cool, dass du hier so einen Innenbereich gebaut hast. Haben wir auch das nächste Gehege. Das sind Elefanten hier drin? Oha, halt wirklich afrikanische Elefanten.
Das funktioniert mit diesem Zaun hier? Mit dieser Barriere? Das ist ja krass. Okay, das finde ich beeindruckend. Also ich hätte Angst, wenn ich hier langlaufe, dass der mich mit seinen Stoßzähnen oder seinem Rüssel einfach mal packt und darüber zieht, weil die Dinger, die wiegen ja ordentlich viel. Wie viel wiegen die denn eigentlich? Würde mich gerade auch mal interessieren. Das finden wir jetzt mal heraus. Zoopedia. Schauen wir doch mal, wie schwer so ein Elefant wird. Oh, ein Männchen wird 6 Tonnen schwer und ein Weibchen 3000 Kilo natürlich. Aber er schläft leider gerade nur. Ja, die Gestaltung kannst du natürlich hier noch ein bisschen ja, schöner machen hier drin, aber die Idee finde ich mega cool, dass du so ein Gebäude gebaut hast, wo man dann doppelt oder zwei Gehege drin hat sozusagen. Einmal die Mandrills da hinten, hier die Elefanten. Hier kann man sogar auch nochmal hochgehen und gucken. Finde ich cool. Ja, nicht schlecht. Schade, dass der gerade schläft. Aber ich finde das echt, also dass das hier funktioniert, finde ich schon wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Die Frage ist, gehen wir jetzt hier weiter? Ich will nochmal außen lang gehen. Wir gehen nochmal zurück. Ich will natürlich den Außenbereich nicht verpassen von den Mandrill-Gehege. Guck mal, da geht's dann raus. Ist das nicht cool? Und dann geht's da direkt oben aus dem Kletterparadies. Das sieht auch alles sehr selbstgebaut aus, muss ich sagen. Finde ich aber cool. Hast du cool gemacht. Und noch so ein paar Deko-Elemente hier noch hin. Sieht alles noch ein bisschen kahl aus, muss ich sagen. Aber jetzt auch nicht schlimm. Hier vielleicht nochmal überglätten. Das sieht auch sehr, sehr interessant aus. Dass es so hügelig ist. Aber ansonsten, die Idee ist mega cool und ich finde auch die Umsetzung sehr cool. Was ist das denn hier? Was ist denn hier passiert? Okay, hier haben wir irgendwie die Wege komplett rumgebackt. Kann das sein? Weil, ich meine, der Weg ist eigentlich relativ glatt, aber die Geländer sind halt komplett... Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht kannst du das ja nochmal ein bisschen korrigieren. Aber sieht schon nice aus. Das ist eine richtig coole Idee, dass hier draußen die ja, schön hochklettern können bis nach da oben. Und da können sie dann reingehen. Und man kann halt innen und außen beobachten. Das finde ich immer mega nice. Richtig cool. Hier hast du auch eine natürliche Barriere gemacht mit Wasser. Funktioniert ja bei Affen immer sehr, sehr gut. So, jetzt haben wir nämlich nichts verpasst. Hier wären wir vorhin rausgekommen. Perfekt. Hier wäre dann nochmal so ein kleiner Stand mit Gulpi, Fritten. Ich finde es cool, dass du die Toiletten hier an die Seite gemacht hast. Dann sieht man die nicht so direkt, weil ich habe ja schon oft gesagt, dass ich das Gebäude... optisch nicht so ansprechend finde. Finde ich aber cool gelöst hier, auch mit den Büschen und so hier. Sieht nice aus, gefällt mir. Sehe hier natürlich nochmal ein paar... Oh lol, ich war gerade voll geflasht. Okay, Leute, gucken wir uns gleich an. Hier sind nochmal ein paar Bänke und so. Ich dachte gerade, die könnten hier so rüber, die Elefanten, aber hier ist noch ein Graben, wo kein Wasser drin ist. Ich glaube, das hast du vergessen, oder, das Wasser? Kann das sein, dass du vergessen hast, das aufzufüllen? Oder soll da kein Wasser drin sein? I don't know. Aber es sah gerade so aus, als wenn die Elefanten einfach so auf der Wiese da chillen und hier keine Lücke zwischen ist. Ich war gerade echt geschockt ein bisschen. Ja, krass, ne? Guck mal, wie groß der ist. Ah, mega. Coole Tiere. Ja, das Gehege vielleicht noch ein bisschen mit Sand und so gestalten. Ein bisschen mit dem Bodentool noch mal so ein bisschen. Ich weiß nicht. Weil ich glaube, Elefanten mögen es eher so ein bisschen sandig und felsig, würde ich jetzt sagen, oder? Also Afrika-Tiere sind. Ich bin mir aber nicht sicher, wenn ich ehrlich bin. Was macht der denn da? Kommt da Futter raus? Ich glaub schon. Ja, sieht noch ein bisschen kahl hier aus, das Gehege. Aber die Idee finde ich cool. Mit diesem ja, Graben hier. Hier soll wahrscheinlich noch Wasser rein. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber es ist halt mega nice. Man hat so eine richtig gute Sicht natürlich, ne? Auf die Elephants. Ich weiß aber nicht, ob ich es nicht noch besser finden würde, wenn hier zumindest ein Geländer wäre. An dem Weg entlang. Ich glaube, das gibt den Besuchern dann so ein bisschen Sicherheit, weil ich habe gerade halt wirklich erstmal einen Mega-Schock bekommen, wenn ich ehrlich bin. So, da waren wir ja schon drin. Afrika-Haus. Ah, okay, das war das Afrika-Haus. Interessant. Jetzt geht's weiter zur Lemuren-Insel. Cool. Sehr, sehr nice. Gehen wir mal hier weiter entlang. Hier ist noch so ein Mitarbeitergebäude. Auch noch ein paar Pflanzungen und sowas. Das finde ich auch eine coole Idee mit den Baumstämmen. Vielleicht hättest du das ja auch komplett drumherum ziehen können um das Gehege. Hätte ich mir auch cool vorstellen können, wenn du so mit diesen Baumstämmen so ein bisschen gearbeitet hättest. Hätte man sicherlich cool machen können. Aber das Gehege an sich ist, sieht halt wirklich noch... Wow. Alter, Cristiano Ronaldo. Oder rennt er? Macht er noch einen? Komm, mach nochmal für uns. Für die Kamera. Und? Bam. Boah, der ist mega gut, der Elefant.
Nicht schlecht. Ja, sieht halt ein bisschen kahl und platt und sowas aus. Und die Wege sind sehr hügelig. Da musst du auf jeden Fall nochmal ein bisschen überglätten. Aber ansonsten schon sehr coole Ideen bei dir dabei. So, wo gehen wir denn jetzt lang? Afrika-Ausgang hast du auch ausgeschildert. Löwen-Tiger-Rundgang. Ja, okay. Lemureninsel. Wir gehen natürlich den Rundgang entlang. Das ist echt sehr praktisch, dass du das ausgeschildert hast. Sonst hätte ich mich jetzt schon verlaufen. Mitarbeiterwege. Vielleicht könntest du auch hier nochmal irgendwie eine Aussichtsplattform machen. Das bietet sich ja voll an. Also vielleicht kannst du ja nochmal hier was Cooles draufbauen. Das ist sicherlich ziemlich cool. So, hier geht's auf jeden Fall in ein begehbares Gehege. Warten wir mal, bis die Tür sich öffnet. Na, mach auf. Kinder, kommt raus. Tada! Hereinspaziert, da sind wir. Und wir kommen hier in ein Lemuren-Gehege? Ich weiß es nicht. Also ich sehe hier auf jeden Fall Waris. Da sind rote Waris, da ist auch ein Baby. Och, süß. Und hier sind auch... Oh, der spielt mit dem Ball. Voll das Kind abgeschossen. Richtig gemein. Und hier sind auch Katas. Die schlafen in ihren eigenen Kötteln. Kann man machen. Aber auch hier sieht das Gehege ein bisschen flach so aus, oder? Also Höhenunterschiede sind immer sehr, sehr nice, finde ich. Sieht halt sehr flach aus und auch wenig Begrasung hast du hier. So ein paar Büsche und sowas an den Baumstämmen tun den Bäumen sicherlich gut von der Optik. Aber ist schon cool. So ein begehbares Gehege finde ich immer nice. Und ich finde es cool, dass du hier diese Begrenzung immer mit so Gräben gemacht hast. Oder häufig. Das feiere ich. Das ist cool. Und so begehbare Gehege sind eh cool. Oh, hier ist sogar nochmal in dem Lemurengehege ein Vivarium mit Schnecken. Da ist eine. Sind jetzt nicht so die spannendsten Tiere zum Begutachten, ne? Echte Achatschnecke. Okay. Sollen sie mal Schnecke sein, wir gehen weiter. Schade, dass die Äffchen nicht zu einem kommen und so auf einen draufspringen. Das wäre mega cool. Stell euch mal vor, die würden wirklich auf den Schultern von den Besuchern und so sitzen. Würde ich feiern. Ah, coole Idee mit dem begehbaren Gehege hier. Und natürlich auch mit dem Rundgang. Aber auch hier sieht es sehr flach aus und kahl noch. Aber ich gehe einfach davon aus, dass du es noch zeitlich nicht geschafft hast, mehr zu gestalten. Blended Zoo ist halt leider ein Zeitfresser. Das dauert halt ewig. Aber mit den Beschilderungen ist richtig cool. Das ist mega hilfreich. Also falls ihr nochmal einen Zoo baut für mich, mit den Schildern, das könnt ihr euch auf jeden Fall abgucken. Genau wie das mit der Musik und so. So, Rundweg geht hier lang. Und hier geht's zum chinesischen Schuppentier. Aha. Wo geht's denn hier noch hin? Egal, wir folgen natürlich dem Wegweiser. Also wir sollen jetzt hier lang. Zum chinesischen Schuppentier. Hier haben wir nochmal so eine schöne Fressmeile mit ein paar Läden und sowas. Ich finde das übrigens sehr angenehm mit dieser Besucherbegrenzung. Weil wir können alles sehen und ab und an sind sogar noch ein paar Besucher da. So, hier geht es nochmal in so ein schönes Häuschen. Und hier sind die chinesischen Schuppentiere. Coole Idee. Ein schönes Indoor-Gehege für die. Oh, sind ja auch süß, ne? Ein Baby. Die mag ich auch super gerne, die chinesischen Schuppentiere. Oh, hier hast du das schon ganz gut gemacht. Also hier, das sieht nice aus. Aber ich finde, das sieht ansonsten schon ziemlich kahl aus hier an der einen oder anderen Stelle. Also ich glaube, du musst da wirklich nochmal ein bisschen mit Wasser arbeiten, ein paar mehr Büsche, vielleicht ein bisschen ja, das Land unebener machen, weil das halt sehr, sehr glatt aussieht. So. Aber du hast es wieder richtig cool gemacht mit dem Viewing. Also das finde ich nice. Oh, eine coole Idee. Hier sind ganz viele Fressanlagen. Hier sind noch Toiletten. Vielleicht kannst du hier die Toiletten noch färben in den passenden Farben hier. Zum Beispiel in dieser Tonfarbe oder so. So, da waren wir. Lemurenhaus. Wie, ich dachte, wir waren da gerade. War das noch nicht gerade Lemuren-Katas? Heißen die nicht so? Weiter geht's. Rundgang. Wir gehen jetzt zum Lemurenhaus. Ah, okay. Lemurenhaus. Hier sind wir. Eine coole Idee hier, was du gemacht hast. Ja, sehr cool. So, da sind wir. Das ist das Lemurenhaus. Ah. Oh, interessante Form. Sehr, sehr interessante Form. So, ein paar Felsen gebaut. Der Felsen sieht sehr, sehr schön aus hier, von der Gestaltung her. Sehr natürlich aus. Gefällt mir. So, dann schauen wir mal auf das Haus, in das Haus hier rein. Was sind denn hier für Meldungen? Oha. Okay, egal. So, hier haben wir auf jeden Fall das Lemurenhaus. Sehr interessant aus, ne? Eine sehr interessante Form. Hier kann man die auf jeden Fall nochmal gut beobachten, die Äffchen. Ja, Katas und Waris sind da drin. Ist das verbunden? Ach so, jetzt verstehe ich.
Da sind wir vorhin durchgegangen und dann hast du hier so einen Überweg gebaut, richtig cool übers Wasser, in dieses Haus sozusagen. Das Haus sieht auch noch ein bisschen kahl aus, also ein bisschen, ja, ein paar Elemente so zur Dekoration und dass du dem Haus ein bisschen Tiefe verleihst, die fehlen noch. Aber die Idee ist mega cool mit diesem Gehege und dann gehst du hier so übers Wasser rüber in das Haus. Mega nice. Richtig, richtig cool. So, wir gehen weiter. Schöner Baum. Ich habe mich nicht verlaufen, oder? Nee. Ah, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. Okay, cool. Jetzt geht's weiter? Jetzt geht's hier in diese Richtung weiter. Jetzt geht's zu den Löwen und den Tigern. Sehr cool. Hier sind afrikanische Löwen. Ey, echt coole Ideen, wie du das so mit dem Rundgang gemacht hast. Es gefällt mir echt gut, was man so für ja, eine Aussicht auf die jeweiligen Gehege hat. Aber die Gehege an sich natürlich von der Gestaltung sehen die noch sehr kahl aus. Alles sehr begrast. Ich meine, du hast ja schon so ein bisschen Sandelemente reingebaut, aber das sieht trotzdem sehr kahl aus, das Gehege. Ein bisschen Liebe musst du den Gehegen noch widmen. Aber es ist cool, wie man hier die Löwen beobachten kann. Und das Gehege ist definitiv groß genug. Hier am Rand kannst du die Felsen sicherlich auch noch ein bisschen interessanter gestalten. Das sieht schon sehr cool aus hier mit dem Eingang. Ich glaube, da kann man sogar von innen gucken. Das ist nice. Da hinten ist auch noch ein Wasserfall. Gehen wir mal weiter. So. Noch wieder so einen schönen Bananenbrotbaum heißen die, glaube ich, ne? So, wo geht's denn jetzt hier lang? Ah, jetzt können wir nämlich von hinten... Oh, wie cool das ist, ne? Also das mit den der Aussicht und den Viewing Areas und so, das hast du richtig gut gemacht. Hier kann man nämlich nochmal schön die Löwen beim Schlafen und so beobachten. Ist wahrscheinlich auch getöntes Glas, ne? Ja. Richtig, richtig cool. Auch das mit dem Baumstamm hier finde ich nice. Der sozusagen so ein bisschen als Stütze dient. So, das hier ist Mitarbeiter. Hier geht es sogar auch nochmal hoch. Schauen wir doch mal. Oha, okay. Das ist, glaube ich, ein bisschen flach hier. Ich glaube, da stößt man sich den Kopf. Jo, das ist ein bisschen sehr flach, glaube ich. Aber wieder eine sehr coole Idee, die du hattest. Ja gut, die Bildschirme sind jetzt natürlich jetzt auch nicht so nice. Einfach so schräg aufgehangen am Geländer. Aber es ist schon echt nice so, wie man die Tiere beobachten kann. Gefällt mir. Wir sind hier direkt über dem Wasserfall. Wie nice. Cool. Ich hoffe, wir sehen den Wasserfall gleich nochmal. Ja. Ja, wir sehen ihn leider nicht. Vielleicht können wir mal eben hier einmal rüberlaufen und sneak peeken. Geh einfach hier rein ins Gehege. Was soll's. Und da ist der Wasserfall. Ja, man sieht leider ein bisschen die Düsen. Und hier hättest du vielleicht nochmal ein bisschen Plätscher machen sollen auf den Kanten. Oh. Und vielleicht hier unten nochmal ein bisschen überarbeiten. Dass du hier entweder Klippen machst und das dann so richtig raufsprudeln lässt. Oder dass du das Wasser direkt sozusagen, ja, hier unter, also dass hier unter nicht nochmal Boden ist. Ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Wäre, glaube ich, ein bisschen nicer. So, weiter geht's. Also das mit dem Rundgang gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ja, hier sieht man halt, dass du es halt leider noch nicht weiter geschafft hast. Aber ihr müsst halt auch immer bedenken, Leute, die Leute hatten noch nicht so viel Zeit, weil das halt Zoos sind, die wurden mir schon, ich glaube, der ist vom 2. Dezember oder so. Sie wurden mir schon vor einiger Zeit eingeschickt, die Zoos. Auch nochmal so ein schönes Mitarbeitergebäude gebaut. Und jetzt geht's... Hier ist kein Rundgangsschild mehr. Okay, ich glaube, wir haben den Rundgang gemacht. Dann gehen wir mal... Uff. Wir gehen einfach mal hier hoch. Hier sind sibirische Tiger, wie es aussieht. Laufen wir mal hier hoch. Da ist auch noch so ein Tigerhaus gemacht, wo die reingehen können. Wie cool. Da unten sehen wir einen Tiger. Ja, nice. Ja, ich glaube, du darfst wirklich ein bisschen mutiger werden mit den Sand und sowas. Weil du hast halt immer fast nur diese Erde ein bisschen genommen und Gras, so. Dieses kurze Gras. Also ich glaube, du darfst gerne noch ein bisschen mehr rumspielen mit den Bodentools. Sieht immer nice aus. Guck mal, Katzen sind gar nicht so wasserscheu, wie man denkt. Der geht easy ins Wasser. Das ist ja cool. Aber du hast auch hier wieder einen Wasserfall und schön gestaltet hier mit den Blumen, hier auch ein paar Seerosen. Hier gerade unter Wasser und so solltest du auch vielleicht Sand oder Erde oder irgendwas machen. Irgendwas, was Sinn macht. Weil Gras unter Wasser ist halt ja, nicht so realistisch und man sieht es halt trotzdem, ne, weil das Wasser halt durchsichtig ist. Wir gehen mal zurück
weil ich sonst Angst habe, etwas zu verpassen oder zu übersehen. Wir gehen nämlich jetzt mal in dieses wunderschöne Tigerhaus rein. Sieht aber auch noch, also sieht alles noch so ein bisschen rohbaumäßig aus hier in deinem Zoo, muss ich sagen. Also die Ideen sind ultra cool schon, aber ich glaube, du musst alles noch ein bisschen mehr dekorieren und ausschmücken. Die Idee von diesem Haus ist auch cool, aber es sieht auch noch sehr, sehr, ja, rohbaumäßig aus. Ich glaube, ihr versteht, was ich damit meine, ne? Denke schon. Das ist nun mal ein schöner Wasserfall hier hinten. Auch bei so Pflanzen, also ich sehe es jetzt gerade hier bei dem Schilf, hier würde ich auch mal so ein bisschen variieren, was die Drehung angeht und was die Höhe angeht, damit das nicht alles so geradlinig gewachsen aussieht. Dann sieht das alles natürlicher aus. Und ansonsten echt coole Ideen, die du hier hast. Also ich glaube, dein Zoo hat sehr viel Potenzial, den darfst du mir gerne nochmal einschicken. Guck mal, auch allein das hier schon. Was ist das für eine coole Idee? Einfach hier unten so ein bisschen... Diese Form von diesen Glasscheiben hier finde ich mega cool. Du hast halt hier eine größere Glasscheibe gemacht, weil die Tiger hier nochmal rüberklettern können irgendwie. Ist mega nice. Kann man hier hoch? Ach, hier oben können die dann schlafen. Oh mein Gott, das ist awesome. Mega cool. Und das sieht auch cool aus mit den Glasscheiben hier. Das gefällt mir richtig gut. Was haben wir hier? Hier haben wir auch nochmal Tiger. Was ist denn jetzt der Unterschied? Das ist der sibirische Tiger? Und welcher ist das? Das ist ja eher so... Ah, hier sieht man das. Bin verwirrt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Können wir mal gucken. Vielleicht erkennen wir Unterschiede. Ich glaube, das ist der sibirische, oder? Ja, das ist der sibirische. Sieht auf jeden Fall beeindruckend aus. Hat auch schon gekämpft, hat es einige Schrammen. Wir gehen jetzt mal zu den anderen und gucken mal, ob wir die Unterschiede rausfinden können. Ansonsten schreibt es gerne in die Kommentare. Dann schauen wir mal. Das ist der Phönixjäger, okay. Ja, doch, man sieht aber einen Unterschied, definitiv. Sieht optisch auf jeden Fall anders aus. Ich wusste gar nicht, dass es zwei Tigerarten gibt bei Planet Zoo. Was? Aber das mit den Gehegen ist schon cool gestaltet hier drin, ne? Gefällt mir richtig gut. Vor allem, dass die Herde noch so hoch gehen können und schlafen können da oben. Mega nice. Ja, cool. Coole Idee. Ich hoffe, wir haben nichts verpasst. Hier wären wir wahrscheinlich dann rausgekommen. Und hier geht es wahrscheinlich auch nochmal lang. Genau, da kann man dann den sibirischen Tiger beobachten. Hast du auch anders gestaltet. Gleich so ein bisschen asiatischer. Hier mit diesen ja, Kirschblütenbaum, oder wie heißen die? Ja, Kirschblütenbaum. War sogar mal richtig. Nice. So, und hier geht's rund. Ah, interessant. Oh mein Gott. Hier hast du so eine Underwater Viewing Area gemacht. Also du hast wirklich coole Ideen, was das, was diese Viewing Areas angeht. Beobachtungsgalerien. Auf Deutsch, glaube ich. Klingt aber doof. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, wenn ich Viewing Area sage. Also man sieht ganz klar den Unterschied. Der ist auch größer, oder? Der Tiger hier. Man müsste die eigentlich mal gegeneinander kämpfen lassen, um rauszufinden, welcher der stärkere ist. Das sieht auch ganz cool hier aus, die Felsen. Diese Felswand hättest du vielleicht da hier unten hin machen sollen. Also hättest du die hier weiter durchgezogen, das hätte cool ausgesehen, glaube ich. Hier musst du allgemein auch noch viel ausschmücken, so diese Lücken und so. Werden wir hoffentlich alles sehen, wenn du ihn nochmal einschickst. So, ich glaube, wir haben nichts verpasst und jetzt geht's weiter mit dem Rundweg zum Uran-Utan-Gehege. Da hattest du doch irgendwas in die E-Mail geschrieben, ne? Bin mir gerade aber nicht mehr sicher. Schon wieder vergessen. Und Mist. Cheetah. Sind das Geparden, ne? Das reicht aus für Geparden? Oh mein Gott. Sind die nicht voll agil, die Dinger? Können die nicht voll schnell rennen und springen und so? Ach du Schande. Geparden sind doch ultra schnell, ne? Aber auch der Boden hier ist meiner Meinung nach viel zu grün für die Geparden. Dann musst du alles noch ein bisschen bearbeiten. Was sind die denn für Geräusche? Ist das ein Albino oder sind die so? Gepard. Gute Frage. Kann sein, dass daran liegt, dass die im Schatten sind. Aha. Oh, die fighten. Wie die aussehen, die sehen mega schlaksig aus. Oha,
kämpfen jetzt nur. Sieht irgendwie aus, als wenn die um Leben und Tod kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Oha. Interessant. Also das Gehege muss auf jeden Fall noch ein bisschen gestalten. Finde ich mega cool. Können die hier wirklich durchgehen? Interesting. Also man sieht schon viele Ideen, die du hast. Definitiv. Oh. Oh, tatsächlich. Sie können hier durch. Cool. Jetzt sehen wir sie nochmal in voller Pracht. Doch, Gepard, ne? Ja, Gepard. Auch süße, süße Tiere. Definitiv. Weiter geht's. Da, da. Da, 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 da. Ist echt angenehm mit den Besuchern auf 500. Vielleicht solltet ihr das immer machen, wenn ihr Zoos einschickt. Einfach das Besucherlimit auf 500 oder so, oder auf 1000 oder so stellen. So, hier geht der Rundgang weiter. Tigerhaus, hier ist ein Fehler drin, Rechtschreibfehler. Miri würde ausrasten. Orang-Utan. Jetzt weiter, gut, das beachten wir mal nicht. Das ist alles noch sehr rohbaumäßig. Rundgang. Ah, hier geht es gleich weiter. Aber wir müssen jetzt einmal zum Orang-Utan-Haus natürlich rein. Das haben wir nämlich hier vorne. Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Weil hier liegen sogar die Bananen. Die Früchte. Finde ich cool, dass man hier so reingucken kann. Wie dann die Leute das Essen zubereiten. Da kommt sogar gerade jemand. Das finde ich interessant. Wenn du in so ein Zoo gehst und dann zugucken kannst, wie das Essen zubereitet wird. Das ist ja super interessant. Schauen wir doch jetzt mal. Was gibt es denn heute zu futtern? Halt mal her. Sieht aus wie, weiß ich auch nicht, Erde. Oh, lecker Erde. Mm. Und fertig? Tatsächlich. Da geht's ja schon. Gucken wir mal bei der Fütterung zu. Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Jetzt kommt sie rein. Jetzt sehen wir sie leider gleich nicht mehr, glaube ich. Wir verfolgen sie einfach mal. Also sieht das Ganze von innen aus. Gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Aber ich will gerade mal einmal so den Prozess miterleben, wie sie gefüttert werden. Oha. Alles klar. Die Orang-Utans, denen geht's gut. Die haben quasi eine Villa hier. Junge, ist das ein großes Gehege. Oh, schau mal. Kleines Baby. Komm her. Okay, wir dürfen unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Bin erstmal gespannt. Was denn hier? Das ist auch so ein Futterding, ne? Wo geht sie denn ganz hin? Ich höre nur diese ganzen Ausbruchsnachrichten. Ich will gar nicht wissen, wie viele Tiere hier schon frei rumlaufen. Nom nom. Nom nom. Ja, genau. Aus der Erde werden dann so leckere Gemüsesnacks. Alles klar. Okay, jetzt habt ihr gesehen, die Zubereitung. Und das wurde jetzt abgeliefert. Und jetzt bin ich gespannt, ob die das fressen. Oh ja, da kommt schon einer. Oh, das könnte ich sein. Essen. Da kommt er. Oh, das ist cool. Ey, komm her. Ich dachte, du kommst jetzt fressen. Ist ja lame. No. Oh, die machen sogar was. Oh, guck mal. Der sucht Läuse und snackt sich die. Ach, wie süß. Tolle Tiere. Oh, jetzt geht's futtern. Jetzt geht's futtern, oder? Ja, das kleine Baby geht futtern. Schauen wir doch mal, wie das Baby futtert. Oh. Guck mal, wie süße Knopfaugen der hat. Ah, Planet Zoo, schon ein tolles Spiel. So, wir gehen weiter, Leute. Wir schauen uns das Ganze nochmal ein bisschen genauer an hier. Gehen wieder zurück. Finde ich auf jeden Fall sehr coole Idee, dass du hier wieder so ein Haus gebaut hast. Und hier können die Affen dann auch mega gut rumklettern. Hier sind wahrscheinlich dann wieder Schlafbereiche, ne? Ja, da oben können sie wahrscheinlich auch noch hoch. Finde ich richtig cool. Aber sieht, wie gesagt, alles noch so ein bisschen nach Rohbau aus. Also du musst noch ein bisschen mehr dekorieren auf jeden Fall. Weil das hier sieht schon sehr cool aus. Ja, aber auch hier solltest du, glaube ich, noch so ein paar Büsche und Gräser einfügen auf der Erde. Wobei, es geht eigentlich. Hm. Das finde ich eigentlich schon ganz gut. Nochmal eine Toilette. Hier außen ist dann so ein riesiges Gehege für die Orang-Utans. Eine Villa quasi. Die können hier wirklich von Baum zu Baum klettern. Finde ich mega cool.
Also hier geht es wirklich richtig ab in dem Gehege. Ups. So. Ja, das ist schon heftig groß. Aber hier schweben teilweise noch ein bisschen die Sachen. Und ja, da musst du auf jeden Fall noch ein bisschen dekorieren. Wir gehen weiter. Mal sehen, was wir hier noch sehen. Ich glaube, wir müssen aber auch gleich zurückgehen, ne? Apes Island, hier waren wir auch noch gar nicht. Oh, dein Zoo ist voll riesig. Ja, hier ist nochmal eine Fressmeile. Geh gleich zurück, Leute. Keine Sorge. Und ganz viele Blumen. Wir haben einige Einkaufsläden. Oh mein Gott, das sieht beautiful aus. Das sieht richtig schön aus. Oh, was ein tolles Gewässer. Okay, das ist awesome. Das müssen wir uns gleich nochmal von oben angucken. Ja, mit diesen coolen Häusern. Könnte aus dem Workshop sein, diese Häuser. Die sehen echt nice aus, die Häuser. Kann auch sein, dass du die selber gebaut hast. Ja. Kann alles sein. Kannst ja gerne in die Kommentare schreiben. Die sehen richtig schön gestaltet aus, die Häuser. Da sieht man auch schon, da sind sehr viele Details und so dran. Das Ganze, ja, nicht so rohbaumäßig wirken lassen. Sieht sehr nice aus. Gefällt mir. So, weiter geht's. Wir gehen wieder zurück. Gucken wir nochmal hier, was er macht. Er snackt sich hier so ein paar Körner. Okay. Hm. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Wir folgen gleich den Rundgangsschildern auf jeden Fall. Weil die haben uns, glaube ich, vorhin beim Orang-Utan-Gehege nach links geführt. Hier ist auch noch ein Gehege. Ach, hier sind die Flamingos. Alle schön am Chillen. Oh, nicht schlecht. So, genau. Der Rundgang führt uns nämlich hier lang. Wir haben jetzt das Orang-Utan-Gehege zwar schon angeguckt, aber auch hier hast du wieder... Ah, das ist sozusagen der Unterschlupf für die. Das ist ja cool. Da kann man die dann auch beobachten. Vielleicht hättest du noch den einen oder anderen Schlafplatz einbauen sollen. Ja, ansonsten sehr schön gestaltet hier. Ist auch cool mit diesem Zaun hier, muss ich sagen, dass der so flach ist. Das sieht irgendwie nice aus. Ist natürlich schöner, wenn du das nicht eckig baust. Also ich würde die abrunden, die Zäune. So am Weg entlang bauen direkt. Dass das so in einem Guss aussieht. Ansonsten hast du da einen schönen kleinen Wasserfall, ein paar Felsen und so. Sieht cool aus. Gefällt mir. Ja, Flamingos sind auch coole Tiere, wenn sie so auf einem Bein stehen. Und was übersehen wir? So, hier geht's auch weiter. Was haben wir denn hier? Oh, Kamele, beziehungsweise Trampeltier heißen die, glaube ich, ne? Im Planet Zoo. Ja, Trampeltier. Die habe ich auch noch nie gesehen. Ich glaube, du bist der Erste, der die macht. Wie cool. Und da reicht anscheinend auch so ein Zaun aus. Nicht schlecht. Oder gehen wir mal rein. Oh, ist ein Baby hier. Die sind ja voll winzig. Das Baby hat auch lustige Höcker. Die sind ja mega winzig, die Dinger. Trampeltiere scheinen kleinere Kamele zu sein, oder? Weil richtige Kamele sind auf jeden Fall größer. Sehen aber sehr interessant aus. Die haben aber auch zwei Höcker. Ich glaube, die einen mit einem Höcker heißen Andromeda oder so. Oder Dromeda, ich bin mir gerade nicht sicher. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Oh, das Baby. Oh, das ist süß. Richtig cool. So, was haben wir hier? Oh, hier geht es noch nach oben. Ja, hier können die wahrscheinlich nicht hoch, ne? Zählt wahrscheinlich als natürliche Begrenzung hier. Ich glaube, du bist wirklich der Erste, der diese Kamele benutzt hat. Hier ist nochmal ein paar Blumen gemacht, ein paar Bänke. Den Baum, gefällt mir. Und dann kann man die hier auch schon wieder wunderbar beobachten. Also da hast du dir wirklich viel Mühe gegeben mit den Viewing Areas. Da kann man sich echt eine Scheibe von abschneiden. Hast du toll gestaltet. Man kann die Tiere wirklich bei allem sehen. Ob sie jetzt schlafen oder von oben, von unten. Also das hast du so gut gemacht. Unter Wasser. Es gibt da eigentlich überall immer Viewing Areas. So, Kleiner Panda und Apes Island. Da kommen wir jetzt hin. Ah, hier haben wir direkt den kleinen Panda. Da sitzt er auch schon. Das finde ich schön gemacht hier. Gut, das Flackern, das habe ich ja oft schon gezeigt, wie er das behebt. Ich kann es noch einmal zeigen für euch. Ich weiß, ich habe es schon wirklich oft gezeigt. Wenn ihr so Sachen ineinander platziert, dann müsst ihr die einfach nochmal ein bisschen verschieben. Und dann flackert das nicht mehr. So, jetzt haben wir das Flackern nämlich behoben. Weil das sieht immer nicht ganz so schön aus, wenn Sachen ineinander sozusagen sind und flackern. Und ich würde auch immer, wenn du sowas hast, das so platzieren, dass es so aussieht, als wenn es aus dem Boden wirklich kommt. So. Oh, wo ist denn jetzt das Ding zum Bestätigen? Achso, weil ich die Menüs nicht anhabe. So, nicht, dass das so aussieht, als wenn das ja so schwebt. Weil gerade so Steine und so, die müssen ja eigentlich so ein Fundament haben, damit es Sinn ergibt.
Und da musst du das schon so platzieren, dass es wirklich im Boden drin ist. Aber sieht sehr, sehr cool aus mit der Mauer hier und den Pandas da oben drauf. Coole Idee. Ich finde das sehr mutig von dir, dass du immer so flache Zäune hast. Also ich hatte echt Angst, dass die Pandas da rausklettern. Sieht aber schön aus hier mit diesem kleinen Fluss. Bisschen Wasserfall und so. Hier nochmal so ein kleines Häuschen gebaut. Können sie dann schlafen. Wo sind sie denn? Ich glaube, die sind schon ausgebüxt teilweise, ne? Wer schläft da? Gut, die kleinen Pandas habe ich jetzt schon wirklich sehr viel gesehen in Planet Zoo. Dann will ich mich jetzt hier nicht so lange aufhalten. Oh, das ist ein Spielplatz hier für Kinder. Das ist aber ein sehr magerer Spielplatz, oder? Soll das ein Spielplatz sein? Das hier ist doch eine Rutsche, oder? Ist auf jeden Fall eine coole Idee, aber den musst du auf jeden Fall noch ein bisschen ausschmücken. Der ist sehr, sehr mager, der Spielplatz. Ist auf jeden Fall nicht der Premium-Spielplatz. So, wo geht's denn hier hin? Nur für Mitarbeiter. Auch sehr schön gemacht. Coole Idee. Da rennen sie schon. Und weiter geht's mit dem Rundgang. Habe ich mich verlaufen? Nee, ich bin richtig. Rundgang. Oh, da geht's schon zum Ape Island. Mega cool. So. Und schönes Eingangsschild. Coole Idee mit dem Baumstämmen und dann um Apes Island. Hier geht's direkt nach oben. Was haben wir denn hier? Der Bonobo. Da sitzt er. Ist doch ein Bonobo, ne? Ja. Ein Bonobo-Äffchen. Da sitzt einfach so auf der Liane. Und nicht schlecht. Aber finde ich cool gemacht, dass man das so von oben beobachten kann, weil da hat man wirklich sehr, sehr gute Sicht. Und das ist auch riesig, das Gehege, ne? Mit mehreren Inseln. Und die Affen können dann quasi über die Inseln klettern. Oder? Ach nee, können sie nicht. Ah, ich verstehe. Du hast mehrere Inseln gemacht, wo dann verschiedene Affenarten drauf sind. Richtig coole Idee. Hm. Da sind sie am Chillen. Sehen ja auch schon sehr menschlich aus, ne, die Bonobos. Hast du aber cool gemacht dann mit den Bäumen und sowas hier, diese Kletterplattform. Finde ich nice. So, dann haben wir hier gleich die nächsten Äffchen. Hier ist auch ein Wasserfall. Schauen wir uns alles gleich nochmal kurz von oben an. Hier haben wir Gorillas. Die Kletterdinger sehen aber auch alle unterschiedlich aus. Nicht schlecht. Da sind sie gerade unten. Der Silberrücken. Richtig coole Idee. Ich glaube, hier geht es sogar rüber, oder? Das ist, glaube ich, eine Treppe, eine Brücke. So, und das ist auch noch Flachland-Gorilla. Flachland-Gorilla. Okay, ich denke mal, das hier hinten ist alles Gorilla. Haben wir hier. Schimpanse? Ich glaube schon. Westlicher Schimpanse, okay. Boah, die klettern da richtig. Das sind mega viele. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, guck mal, wie süß. Oh, ist das nicht niedlich. Die Tiere haben aber auch coole Animationen so miteinander, ne? Weil so ist es, wenn sich die Mama mit dem Kind so richtig beschäftigt und sich darum kümmert. Ja, richtig coole Idee, aber du musst die Geländer hier am besten noch ein bisschen ausschmücken. So, Leute, jetzt schubsen wir einmal. Und... Was war denn da jetzt los? Der ist gerade einfach in die Luft geflogen. So, die schubsen wir runter, die Protestleute. So, weiter geht's. Hier ist auf jeden Fall auch Panik am Start, weil die Leute, weil irgendwo ein Tier frei ist, glaube ich. Und wir sind wieder zurück am Eingang. Auch richtig cool. Also mega nice Idee mit dem Rundgang. Wir werden uns das Ganze jetzt auf jeden Fall nochmal von oben anschauen. Also richtig cool. Das mit den Schildern, das ist wirklich richtig nice. Aber du musst auf jeden Fall noch viel Arbeit in, investieren. Aber dein Zoo geht in eine richtig gute Richtung. Also ich glaube, der wird mal richtig nice werden. Ja, hier hatten wir dann dieses Afrika-Haus. Sieht auch schon richtig cool aus von oben. Aber ich kann dir echt empfehlen, die Zäune nicht eckig zu machen. Also wirklich abzurunden. Und dann dem Weg entlang das Ganze zu machen. Weil so eckig sieht immer nicht so gut aus, finde ich. Also rund ist immer nicer. Vor allem, du hast ja sowieso einen runden Weg gebaut. Den will ich sowieso nochmal neu bauen, glaube ich. Weil der halt sehr viele Ecken und Kanten hat. Dann machst du den in einer vernünftigen Rundung und dann den Zaun vernünftig da entlang. Dann sieht das richtig gut aus. Hier auch eine sehr coole Idee, aber ich würde das Ganze auch noch mit Wasser befüllen. Das war wahrscheinlich auch der Plan. Ich gehe zumindest davon aus. Wir können es mal ausprobieren. Das geht. Denke mal, ne? Das war der Plan, das später mit Wasser zu befüllen, oder? Hoffe. Kann natürlich auch sein, dass du da Lava oder so reinmachen wolltest. Nee, keine Ahnung.
Ist aber eine coole Idee, dass man die dann so beobachten kann. Aber ich glaube, ein Geländer würde ich hier trotzdem hinmachen. Fühlen sich die Leute einfach sicherer. Das war hier dieses begehbare Affengehege. Sieht schon alles sehr cool aus von oben, ne? Das wird, glaube ich, mal richtig cool werden. Ich freue mich auf den Zoo, wenn du den wieder einschickst. Das war das Löwengehege. Der Feld sieht auch schon sehr cool aus. Und das mit den Viewing-Möglichkeiten ist halt mega nice, ne? Hier ist ein Wasserfall. Hier oben kann man nochmal hingehen. Von hier unten kann man die beobachten. Richtig cool gemacht. So, hier haben wir dann nochmal das Tigerhaus mit den zwei verschiedenen Tigerarten. Da haben wir ja auch gelernt heute, dass es zwei verschiedene Pläne zugibt. Was hatten wir hier? Ach, das waren die Geparden. Hier sind die Flamingos. Sieht schon alles sehr, sehr gut aus. Hier sind die Trampeltiere. Die Mini-Kamele. Und, oh, das können wir jetzt nochmal angucken. Das sieht heftig gut aus. Also dieser Wasserverlauf, der gefällt mir richtig gut von der Form und von den Felsen her. Der ist richtig nice. Also den kannst du gerne weiterführen. Stell dir mal vor, du machst den wirklich so einmal komplett hier entlang und dann sind da so ein paar asiatische Häuser. Die Häuser sehen auch sehr cool aus vom Stil. Ich könnte mir vorstellen, dass du die aus dem Workshop hast. Aber ist ja auch, wie gesagt, nicht schlimm. Ich finde das völlig legitim, Sachen aus dem Workshop zu nehmen, weil es sonst einfach viel zu lange dauert, wenn man was Schönes bauen will. Aber dieses Gewässer sieht richtig nice aus. Also wenn du diesen Verlauf weiterbaust, so in dem Stil, dann wird das mal richtig Bombe werden. Richtig cool. Gefällt mir. Okay, das ist nur ein Zaun. Ich glaube, wir haben auch nichts verpasst. Aber das war auch jetzt nicht so schwer, weil du uns halt wirklich diesen coolen Rundgang gemacht hast mit den Schildern. Das hat echt geholfen. Ja, ich glaube, wir haben alles gesehen. Poke war dein Name, ne? Poke, vielen, vielen Dank für diesen tollen Zoo. Kannst du gerne nochmal einschicken, wenn du fertig bist. Und mir hat er wirklich sehr gut gefallen. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie er euch gefallen hat. Und falls ihr auch mal ein Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.